Heute ist Samstag, der 18. Januar. Wir machen den Pult auf. Der erste. Ja. Esche und Buche ist das. Oh, ja. Schon schweres Holz eigentlich. Die Buche. Mhm. Ja. Jetzt ist aber der Stammheber aus mit Gefecht gesetzt und die sind schon ziemlich schwer, die Buche. Die braucht man ja nicht unbedingt lupfen. Ja, da ist halt die Kette jetzt besser, weil wir das zu kurz eingehängt haben. Wir haben halt nicht ausgerechnet die optimale Kettenlänge, weil die braucht man ja dann hier auch noch, zwischen hier und hier. Und wenn das zu kurz ist, reißt die Kette halt ab. Weil das halt auch Waschmaschinenstahl ist von deiner Italiener Batschaka da. Ja, sehr doll. 2,5 Raummeter. 2,5 Raummeter hat der Pulder. Insgesamt haben wir 8 Raummeter Pulderholz, ja. Und ja, noch das Bohmholz noch. Das ist eigentlich eine gute Kombination. Ne? Also. Achtung. Bis heute Mittag, da wollen wir das Holz wegfähren. Ja, wir haben heute Morgen vielleicht so 3,5 Raummeter gespalten. Und das muss jetzt weg, weil im Wald wollen wir es auch nicht liegen lassen, bis nächste Woche oder so. Genau, das wäre ja jetzt so geschickt. Spalte ging voll gut, da haben wir noch eine Dickrakete. Aber das ging auch. Und Stammheber funktioniert auch wieder, da haben wir jetzt die Kette wieder geholt. Genau. Ja, wie machen wir das jetzt? Lämmler-Anhänger schon 1,80 und die Scheite sind halt 1 Meter. Das heißt, wir kriegen halt die zwei nebeneinander. Und dann müssen wir es jetzt halt hier so quer legen. Ja. Aber auf 90 Säge oder so ist auch blöd, weil 90 wäre wahrscheinlich auch noch zu lang, damit du zwei nebeneinander kriegst. Schön. Und beim Spalt ist auch blöd, wenn die da dann um den Schutzbügel, da kann man es eigentlich gut nachstellen, aber wenn es kleiner als ein Meter ist, so 80, 90 cm, dann ist schon schlecht, dann rutscht sie manchmal unten durch. Ja, heute geht's im Wald, steht so viel los, ist halt auch jetzt so schönes Wetter, das heißt, schon gut, da müssen wir halt die ganze Zeit umparken oder so, weil die Wege sind halt relativ eng. Also kostet, wenn wir da standen, dann kommt eigentlich kein anderer Schlepper vorbei. Jetzt machen wir Feierabend. Der Schlepper hat heute 3,5 Stunden gemacht. Ja, am Spalt dreht er jetzt so hoch und dann läuft der Stundenzähler heute so schnell, weil der ist ja drehzahlabhängig. Ist ja bei jedem alten Schlepper eigentlich so. Ja, wobei wir wahrscheinlich 6 Stunden so geschafft haben oder 6 Stunden liefer wahrscheinlich an sich. Vielleicht auch 5. Jetzt am Mittag liefert nicht mehr so viel. Wir haben noch ein wenig Bohmholz aufgeräumt, das was wir vor 2 Wochen gespalten haben. Da haben wir den Krusch mal nachgeschmissen und das was relativ okay war, gut zum Aufbeigen, haben wir oben aufgebeigt. Das ist jetzt alles bisher. Also ich schätze mal, also es ist ganz die Hälfte von dem, was man das Jahr an Holz macht. Genau. Ja, und hoffe ich, euch hat es gefallen wieder und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Ja, also, Adi.